Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir haben uns jetzt ein Baumhaus gebaut, welches noch etwas schwierig ist, einfach insofern, dass. Oh cool, wir können uns hier schon mal umgucken, bevor wir runterklettern. Weil wir nicht gleich irgendwie immer ans Seil rankommen, um hochzuklettern. Aber. Und wir fallen auch manchmal durch, wenn, durch den Boden. Das ist noch nicht so optimal. Da sind doch schon noch einige Fehler dabei. Es wird langsam dunkel, aber ich wollte wenigstens noch. Zwei Sachen bauen. Einmal ein kleines Feuerchen. Vielleicht ein größeres Feuer. Habe ich hier nicht gerade schreien hören? Ich wollte doch nur ein Feuer bauen. Mann. Bauen wir das trotzdem noch mal kurz hier so hin. Bam. Genau neben unserem Baum. Das ist voll die gute und sichere Idee. Wir brauchen noch einen Stein. Wir brauchen noch einen Stein. Und dann können wir uns schon mal ein Feuer anmachen. Haben aber, glaube ich, nichts dabei, was wir essen könnten. Na klar. Warum auch? Okay. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ich würde trotzdem noch kurz was zum Sammeln, so eine kleine Sammelstelle bauen. Für erstmal für Stäbchen. Moment. Bäm. Ach, das sind wir, diese Keuchen. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Dann bauen wir nämlich noch ein weiteres Ding hin für die ganzen Holzstämme, die wir noch haben. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das platzieren könnten. Vielleicht hier so am Baum. Bauen wir ihnen einfach ihren scheiß guten, tollen irgendwas Baum zu. Warum können wir das jetzt nicht? Wir können das nur rotieren lassen, wir können es aber nicht bauen. Ich glaube, das ist wieder mal ein Fehler. Aber naja, dann gehen wir halt erstmal zu Bett. Sofern es funktioniert, testen wir es gleich mal. Yes, ja. Okay. Und hier legen wir uns jetzt zur Ruhe. Wenn es funktioniert. Ja. Dann starten wir einfach hoffentlich gut und sicher in den nächsten Tag. Das sieht ja schon mal gut aus, Fragezeichen. Scheint keiner zu sein. Ja, hier scheint keiner zu sein. Das ist schön. Da freue ich mich. Dann haben wir schon mal eine Nacht überlebt. So, können wir das jetzt bauen? Jetzt können wir es bauen. Na, das ist doch super. Schon befürchtet, es geht gar nicht. Dann sammeln wir noch hier ein paar Steine auf. Also Ressourcen gibt es hier schon mal genug. Ich bezweifle nur, dass es hier gerade irgendwie Viehzeug gibt, welches wir futtern können ohne Pflanze. Da sieht es noch sehr mangelnd aus irgendwie. Ich sehe hier nicht ein einziges Tier außer ein paar Vögel, aber die können wir ja nicht essen. Blöderweise. Von daher müssen wir uns da auch bald was einfallen lassen. Vielleicht hilft es ja, Fallen aufzustellen. Ich weiß aber nicht, ob dann da auch wirklich Tiere reinrennen. Nehmen wir uns erstmal hier noch die Laichteile vor und bauen erstmal ein kleines Totem. Wie gesagt, in den Aufnahmen zuvor, die ja nicht funktioniert haben, habe ich mich, glaube ich, zu friedlich verhalten. Da hatten die einfach keinen Respekt, die Guten. Dementsprechend werde ich das jetzt ändern. Und wir werden ein bisschen was basteln. Vielleicht sowas hier. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Machen wir schön nah an ihren Baum, dass die auch wissen, dass es ihnen gilt. Bam. So, dann fehlen uns noch ein paar helfende Hände. Und ein paar Ästchen. Die sollten wir aber hier schnell finden. Hier waren ja mehrere Leichen eigentlich prinzipiell. Auch wenn sie jetzt spontan verschwunden sind. Da. Heben wir noch parallel hier die Äste alle mit auf. Alles wird verwertet. Oder auch nicht. Da haben wir irgendwie was fallen lassen.
Aber das heben wir gleich auf. Wir können ja mehrere erstellen. Also daran soll es ja nicht mangeln. So, und wir bauen parallel hier noch an diesem Ding hier rum. Dass wir das fertig kriegen, um die ganzen Äste zu horten. War das einer? Nein, das ist ein Stein. Okay, schlechte Augen auch noch. So, den nehmen wir auch noch mit. Wie? Können wir nicht mehr? Müssen wir gleich noch ein anderes bauen. Uns fehlt es an Köpfen. Jetzt. Zack. Feuerchen an. Hier ist noch eine Pflanze. Und wo zünden wir denn noch eins an am besten? Vielleicht hier auf die andere Seite noch eins. Diesmal vielleicht so ein paar helfende Hände. Upsa. Ach, wir können schon wieder nicht bauen. Warum denn nicht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das mal funktioniert und mal nicht. Das hat aber auch nichts mit der Bewegung zu tun. Spinnt das Spiel einfach. Okay. Schade. Müssen wir also gleich nochmal irgendwie was anderes machen und dann gucken, ob es dann nochmal funktioniert. Das ist ein bisschen nervig gerade. Also steckt halt immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen von den Problemen her. Kommt immer doch noch irgendwas. Richtig gefixt ist es noch nicht. Upsa. Wir brauchen unbedingt mehr Äste. Viel mehr Äste. Das sieht schon mal schön lodernd aus. Da hinten ist niemand. Okay, ich dachte schon. Wie machen wir das am dümmsten? Ich glaube, wir haben uns diesmal... Ja, ich will es eigentlich nicht beschreien, aber ich sag's trotzdem. Ich glaube, wir haben uns eine gute Stelle diesmal gesucht, wo es ein bisschen ruhiger abgeht. Und wir erstmal eine Chance haben, uns was in Ruhe aufzubauen. Ehe wir gleich wieder übermannt werden. Und wir kriegen auch einige Pflanzen, womit wir eigentlich auch einen Garten wieder bauen könnten. Oh, wir sind ganz schön außer Atem. Ein bisschen was essen sollten wir schon noch. Parallel. So. Können wir denn jetzt wieder was bauen? Ja, jetzt können wir was bauen. Dann rennen wir doch gleich nochmal auf die andere Seite hier. Und da können wir es wieder nicht bauen. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir gerade zu hoch. Da können wir es bauen. Da können wir es nicht bauen. Ah ja, okay. Und sobald wir in irgendeine Da-geht's-nicht-Ecke kommen, dann bricht das komplett ab. Okay. Verstehe. Bauen wir erstmal das hier alles rein und dann hier noch den Rest. 7 Arme brauchen wir. Gehen wir gleich mal suchen. Wo sind denn hier die kleinen Reste? Waren doch noch Körperteile, genau. Das ist nur ein Bein. Auch ein Bein. Verdammt. Und da hinten lief gerade ein Hase entlang. Also es sind schon Tiere da. Frage ist, ob wir die erreichen. Ob wir die gefangen kriegen. Oder zumindest erschlagen. Jetzt habe ich ihn aber wieder aus den Augen verloren. Das ist natürlich blöd. Hase? Nirgends. Vielleicht eher unten am Strand. Vielleicht sollten wir dort mal gucken gehen. Vielleicht haben wir da mehr Glück irgendwo. Was? Upsa. Zu finden. Jetzt machen wir erstmal noch das Ding hier fertig. Yay! Und sammeln dann hier die Baumstümpfe ein. Jetzt hier können wir die platzieren, okay. Da hinten war noch einer, genau. Und dann haben wir, glaube ich, alle um uns herum wieder aufges... Da war schon wieder ein Hase. Verdammt. Immer wenn ich zu tun habe. Das gibt's nicht. Wir gehen jetzt mal runter zum Strand und versuchen uns noch irgendwie mit Nahrung einzudecken. Okay, hier ist kein Strand. Da drüben aber.
essen noch mal zwischendurch kurz was. Einfach damit wir noch ein bisschen aushalten. Taschen haben wir auch gleich wieder geleert, dass wir auch ein bisschen was mitnehmen können, was wir so finden. Unendlich viele Pflanzen hat sie irgendwie. Das finde ich nicht schlecht, sofern sie uns wirklich helfen und heilen können. So. Hier sind erstmal keine Tiere. Aber immerhin auch keine Gegner. Was ist das? Oh ja, nix. Okay. Wie kommen wir an Nahrung? Das ist so ein bisschen die Frage. Da ist einer von denen. Wir rennen gleich mal weg. In die Nähe von unserem schönen Häuschen hier. Ich hoffe, wir locken ihn nicht allzu sehr her. Zünden hier gleich mal was an. Unser Statement. Bam. Warum leiden wir? Haben wir uns angezündet? Wie behindert bin ich eigentlich? Aua. Ist ja gut. Was ist denn? Komm mal runter, beruhig dich. So. Da brauchen wir nur noch die Arme. Puh, wir brauchen Essen. Upsa, Stöcke können wir keine mehr mitnehmen. Das heißt, wir können sie hier gleich wieder einlagern. Sehr gut. Und holen noch ein paar weitere. Wo waren die jetzt? Da. Oh, reichlich sogar. Steine nehmen wir auch noch mit. Ah, jetzt haben sie uns also entdeckt. Frage ist jetzt, ob sie jetzt gleich in Scharen wieder auftauchen werden. Ich meine, jetzt sollten wir ja diesmal etwas sicherer sein als das letzte Mal. Aber eine Garantie ist das ja leider auch nicht. Huch, jetzt habe ich mich vor dem Feuer erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Schreckhaft wieder, wie immer. Wir bauen jetzt noch einen Sammelort für Steine. Einfach, weil wir es können. Weil wir gerade die Möglichkeit dazu haben. Davon nehmen wir noch ein paar mit. Und dann können wir hier nämlich schon mal die Steine unterbringen. So. Gut, dann haben wir uns schon mal ein bisschen die Ressourcen gesichert. Das sieht ganz gut aus. Frage ist nur halt, werden wir lange überleben, wenn wir nichts zu essen haben? Angeln gehen kann man ja leider nicht. Soweit ich weiß zumindest. Tja. Gehen wir doch mal auf Nahrungssuche. Es wäre nicht schlecht, wenn wir ein paar Eidechsen finden würden, die uns ja gleich noch Rüstung liefern. Können wir noch ein paar Pflanzen verwenden und uns gerade ein bisschen hochheilen oder so? Gegessen, okay. Wir haben auch ein paar Samen, um Pflanzen zu sammeln. Okay. Das sieht ja schon mal nach einer guten Grundlage zumindest aus. Ist das ein Hase? Nein, das ist natürlich kein Hase. Bin schon so im Hungerwahn, dass für mich alles irgendwie essbar aussieht. So. Wie spät haben wir es denn? Ah, ich muss immer ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind schon wieder gut drüber. Allmählich. Doch, ich würde sagen, wir gucken jetzt wenigstens noch, dass wir hier ein Tierchen finden. Eins würde ja auch erstmal genügen. Denn ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir Fallen aufstellen irgendwo, wo keine Tiere sind. Die dann automatisch nach der Zeit drin landen oder die wirklich durchlaufen müssen. Könnte man natürlich auch probieren. Ich meine, da vorne sind ja auch vorne mal Hasen lang gerannt. Vielleicht wäre das eine Alternative. Frage ist, ob wir noch so lange aushalten mit unserem Hunger, bis da mal ein Tier sich erbarmt und reinläuft.
Okay. Ist mal keine Ureinwohner hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir können da nichts mehr reinlegen. Und hier? Auch nicht. In Ordnung, bauen wir doch mal eine Hasenfalle vielleicht. Leg nur gerade wo am besten. Hier hinten haben wir ja welche gesehen gehabt. Vielleicht wäre das ja gar nicht so schlecht, wenn man die hier so vielleicht aufbaut. Wo ist es denn nochmal? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein. Fallen für Futter. Hasenfallen. Vielleicht so. Hier ins Gebüsch rein. Bäm. Yay, voll viel. Wir hätten das vielleicht noch mitnehmen sollen. Wo ist es denn? Da. Nehmen wir mal ein paar Stäbchen mit. Niemand? Okay. Ich renne hier so selbstsicher rum und irgendwie passe ich gar nicht drauf auf, ob wir denn wirklich noch alleine sind. Wir brauchen mehr Äste. Sehr viel mehr Äste. Ich überlege gerade, diese dünnen Bäume haben doch welche gegeben, wenn ich nicht irre. Zerhacken wir den mal. Den hacken wir trotzdem noch zu Ende und dann sollten wir gucken, dass wir hier wegkommen. Weil hier schreit's schon wieder. Okay. Gehen wir mal erstmal in Sicherheit. Nisse, nisse, nisse. Immerhin haben wir noch genug Kraft, hier hoch zu klettern. Wenn es auch sonst überall hapert. Huch. Da sind sie doch schon wieder. Ach, wie ich sie einfach nicht mag. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal wieder zu Bett. Und sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, bis dahin passiert uns nichts. Bleibt dran. Macht's gut. Tschüss.